Danke fürs Tschüss zu. Hallo ihr Lieben und wie geht's euch? Ich bin Maria und heute möchte ich über das Thema Coronavirus reden und wie wir das hier in Australien erlebt haben und immer noch erleben und wieder erleben, da wir ja auf eine zweite Welle zusteuern. Das Video wurde inspiriert von vielen Leuten in Facebook-Gruppen, in denen ich mich angemeldet habe über die letzten paar Wochen. Gruppen wie Australien, Australien, Australien oder Auswandern nach Australien. Ich habe mich in diesen Gruppen angemeldet, weil ich euch meine Videos nahebringen möchte und ich möchte euch helfen, Informationen zusammenzusuchen, um am besten nach Australien zu ziehen. Aber was mir halt aufgefallen ist, ist, dass viele von euch entweder Flüge schon gebucht haben oder am Buchen sind. Und viele von euch wollen halt noch dieses Jahr nach Australien kommen. Ich weiß nicht, ich habe gelesen, ich fliege im September nach Australien. Oh, ich habe eine Rundtour gebucht für Dezember. Oh, ich bin Student oder ich bin Abiturient und ich möchte ein Jahr nach Australien auf die Working Holiday Visa kommen. Was ja alles schön und gut ist. Nur möchte ich euch halt nahebringen, wie die Lage im Moment hier ist. Und ich möchte euch halt viel Geld sparen. Kurz gesagt, Leute, wo wollt ihr hin? Die Grenzen sind zu. Im Moment wissen wir eigentlich gar nicht, wann diese Grenzen wieder aufmachen. Da waren Gerüchte, dass wir die Grenzen nur bis Ende des Jahres zu haben. Dann sind Gerüchte aufgetaucht, dass es bis Mitte Juli nächsten Jahres, 2021, dauern wird. Wenn ich auf Melbourne gucke, wo wir gerade die zweite Welle erfahren, ich glaube nicht, dass die Grenzen so schnell wieder aufmachen. Und ich möchte euch auch nahebringen, dass nicht nur, dass Leute nicht einreisen können, aber auch Leute können nicht ausreisen. Da gibt es eine Webseite, die werde ich euch unten verlinken. Die sagt ganz genau, wer einreisen darf, wer nicht einreisen darf. Und gestern in den Nachrichten haben sie auch gesagt, dass die Zahl der Leute, die nach Australien einreisen können, wird zu 4.000 die Woche gekürzt. Ich glaube, ich wurde letztens gekürzt, 50 pro Flugzeug und jetzt 4.000 pro Woche. Keine Ahnung, wie viele Flugzeuge fliegen, aber es ist sehr limitiert. Im Moment dürfen nur australische Bürger einreisen, die eine permanente Aufenthaltsgenehmigung haben oder die eine Beziehung zu einem australischen Bürger oder Aufenthaltsgenehmigung haben. Aber die Beziehung ist auch sehr beschränkt zu Ehegatte, Guardian of the Kind. Ich bin mir nicht sicher, ich werde euch das hier einblenden, wie das genau heißt auf Deutsch. Wenn du ins Land einreisen willst, brauchst du einen überzeugenden Grund. Und der Grund musste mir das Wort jetzt übersetzen, Compassion, auf Compassionate Reasons. Und das heißt Barmherzigkeit, Mitgefühl, falls jemand in deiner Familie im Sterben liegt. Aber Hochzeiten und sowas ist halt da nicht dabei. Der Staat, dem ist das scheißegal, ob deine Schwester oder dein Bruder oder dein Cousin dritten Grades hier in Australien heiratet. Und du musst unbedingt bei dieser Hochzeit sein. Es gibt keine Hochzeiten. Es wurde alles abgesagt. Ja, unsere Ausgangssperre wurde gelockert und wir dürfen uns mehr frei bewegen als vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten war das so, du durftest halt nur Sport machen oder zum Einkaufen gehen. Mittlerweile dürfen wir uns frei bewegen, aber Restaurants müssen halt deine Informationen aufschreiben, deinen Namen, deine Telefonnummer, falls ein Outbreak ist in dem Restaurant, dann müssen sie dich anrufen können. Nicht jedes Restaurant macht es. Nicht jedes Restaurant guckt, dass du 1,5 Meter voneinander sitzt. Ich finde das sehr schrecklich. Ich bin ja sehr paranoid. Also ich glaube, die erlauben gerade Studenten so teilweise reinzulassen, aber ich bin mir auch nicht 100% sicher. Ich folge dem ganzen Trara nicht mehr so sehr. Aber wenn man so sieht, wo diese zweite Welle aus Melbourne kommt, es kam halt aus Leuten, die in Quarantäne sind, die sind nach Australien eingereist und die sitzen in einem Hotel in Quarantäne und jemand hatte den Virus und der wurde dann an jemand weitergegeben. Ich glaube an eine Security-Person, die hat das dann nach Hause gebracht und so hat sich das alles verbreitet und ist halt schrecklich. Und mittlerweile sagt der Staat auch, dass ihr für die Quarantäne bezahlen wollt und das sind ungefähr 3.000 australische Dollar für 2 Wochen in einem Hotel. Die begrenzen die Einreisenden im Moment weiter und wir wollen halt so schnell wie möglich diesen Virus loswerden. So, das heißt, wenn ihr fliegen wollt, müsst ihr den Flug bezahlen, ihr müsst
ein Visum bezahlen und ihr müsst die Quarantäne bezahlen, wenn ihr hier noch für 4 Wochen seid und 2 Wochen in Quarantäne sitzt. Lohnt sich das wirklich? Nimmt mir das nicht böse, aber wer will schon reisen in dieser Situation? Ich verstehe, dass wir alle Cabin-Fieber bekommen, weil wir alle zu Hause sitzen. Und ich weiß, dass in Europa Grenzen aufgemacht worden sind. Ich habe gesehen, mal Freunde von mir sind in Frankreich oder fliegen nach Spanien oder die Kanarischen Inseln. Aber die Krise oder die Pandemie ist halt noch nicht vorüber. Ganz ehrlich, die meisten, die krank sind, haben entweder was mit einer reisenden Person zu tun und meistens kommt der Virus von einer Person, die von einem Land ins andere gereist ist. Es ist egal, welches Land. Mittlerweile ist es ja überall. Und überlegt euch das gut. Wirklich, muss es denn sein, dass wir unbedingt jetzt in dieser Situation reisen müssen. Ich habe halt absolut kein Verständnis dafür. Ja, außer es ist wirklich wichtig. Aber der australische Staat ist sehr strikt. Und ich glaube, ungefähr nur 5% von diesen Einreiseerlaubnissen werden eigentlich vom australischen Staat erlaubt. Ich glaube, es ist sogar weniger. Ich bin ja in allen möglichen Gruppen und ohne Witz, es ist ganz schlimm. Australien ist gut. Uns geht es gut hier, aber auch nur, weil wir den Regeln folgen. Natürlich gibt es Idioten, die den Regeln nicht folgen. Da war letztens ein Foto in den Nachrichten, wo Leute vor dem Pub in Schlange stehen und kein Social Distancing oder 1,5 Meter voneinander wegstehen. Und das muss halt nicht sein. Überlegt euch das gut. Spart das Geld. Ich weiß, die Fluglinien stornieren und die geben meistens das Geld zurück. Aber wenn du selber stornieren musst. Und ich möchte dich einfach nur Geld sparen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich verstehe schon, dass ich wahrscheinlich hier auf sehr dünne Nerven treffe mit meiner Meinung hier. Aber ganz ehrlich, ich will den Virus nicht. Ich will nicht, dass du den Virus kriegst. Und ich will auch nicht, dass jemand von deiner Familie den Virus kriegt. Das Ding ist halt, du musst halt verstehen, dass du nicht nur dich in Gefahr setzt, sondern auch deine Familie, deine Kinder, wenn du Kinder hast, deine Freunde und andere Menschen, die du vielleicht nicht kennst. Und es muss halt auch nicht sein. Lass uns einfach dieses Jahr Reisen aussetzen. Wenn du in Deutschland bist, fahr nach Frankreich. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst, in deinem eigenen Auto, in deiner eigenen Sicherheit. Bleib weg von Leuten. Damit werde ich dieses Video beenden. Ich sehe dich in meinem nächsten Video hoffentlich. Und hab einen schönen Tag oder Abend, wo auch immer du bist. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.